Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sie heute herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Suwarow TV und unserem geopolitischen Wochenrückblick. Das Bündnis AUKUS hat einen großen geopolitischen Schock in die Welt gesandt. Es hat die NATO von einem Tag auf den anderen quasi auf die hinteren Ränge verwiesen, denn mit dieser Initiative haben die USA abermals nach ihrem Abzug aus Afghanistan unter Beweis gestellt, dass sie ihre geopolitische und außenpolitische Stoßrichtung ändern wollen. Was bedeutet das? Nun, was AUKUS eigentlich erst möglich gemacht hat, ist die Tatsache, dass Australien von einem Tag auf den anderen beschlossen hat, keine französischen U-Boote mehr zu kaufen, sondern vielmehr US-amerikanische. Und das ist nicht nur für Frankreich ein schwerer Schlag, sondern eben auch für die europäischen Mächte Deutschland und Italien, die genauso daran interessiert waren, an Australien weitere Rüstungsgüter zu verkaufen. Was bedeutet das für das transatlantische Verhältnis? Nun, es bedeutet, dass die USA sich in diesem neuen Bündnis, das eben aus Großbritannien, Australien und ihnen selbst besteht, immer mehr aus Europa zurückziehen werden. Wie Joe Biden schon quasi vorher anklingen hat lassen, verlagert sich der geopolitische Schwerpunkt der USA immer weiter nach China. China wird in amerikanischen Medien zum Teil als der Wiedergänger des nationalsozialistischen Deutschlands dargestellt, als die große, böse, expandierende Macht, der es um alles in der Welt Einhalt zu gebieten gilt. Nicht umsonst haben hier auch Menschenrechtsorganisationen wirklich harte Bandagen angelegt. Es war die Rede von KZs, in die Uiguren eingeliefert werden, vom undemokratischen Verhalten der chinesischen Regierung in Hongkong. Und das alles zeigt, dass die USA eben quasi die große aufsteigende Macht China, die eben zweifellos neben Russland und dem Iran ein fester Pol in der multipolaren Welt geworden ist, dass man diesen Aufstieg Chinas nicht so einfach zur Kenntnis nehmen will. Und gerade deswegen kristallisiert sich eben auch dieses neue Militärbündnis heraus, das eben klarstellt, dass die USA einerseits ihren Fokus weg von Europa verlagern wollen, aber eben auch, und hier sind wir wieder bei Carl Schmitts These des geopolitischen Gegensatzes von Land und Meer, dass eben sich die Seemächte immer stärker nach Asien verlagern, um eben hier die neue aufstrebende Landmacht China, die eben auch im Bündnis mit Russland steht und wie man auch in der Afghanistan-Frage gesehen hat, immer stärker im Bündnis mit dem Iran, dass man genau diese neue Macht bekämpfen will. Was bedeutet das für Europa? Für Europa bedeutet das, dass eben hier immer mehr Chancen und Möglichkeiten greifbar werden. Wenn man sogar liberale Bündnispartner, die aber quasi geopolitisch auf der falschen Seite stehen, nämlich aufgrund der Tatsache, dass sie eigentlich traditionelle Landmächte sind, wenn man sogar die verschreckt, dann werden sich auch Landmächte wie Deutschland, Frankreich und Italien dann auch umsehen müssen, dass sie sich mehr nach Eurasien orientieren und wiederum ein Bündnis oder zumindest eine stärkere Zusammenarbeit mit Russland anstreben. Das sieht man nicht nur an den steigenden Energiepreisen, für Erdgas zum Beispiel, sondern eben auch daran, dass die USA im Allgemeinen ihre Verbündeten in Europa immer mehr im Stich lassen. Bis natürlich auf die traditionellen angelsächsischen Seemächte, wie etwa das Vereinigte Königreich. Dementsprechend kann man sagen, dass die Gründung des AUKUS-Bündnisses sicher einen geopolitischen Paradigmenwechsel kristallisiert. Wozu das genau führen wird, das werden wir uns sicher noch in vielen weiteren Folgen unseres geopolitischen Wochenrückblicks ansehen und weiterhin genau analysieren, was dieses neue Bündnis für die Weltpolitik bedeutet, welche Gefahren, aber auch welche Chancen es einer herandämmernden multipolaren Welt bietet. In diesem Sinne bedanke ich mich herzlich bei Ihnen fürs Zusehen, liebe Zuseher. Wenn Ihnen diese Episode unseres geopolitischen Wochenrückblicks gefallen hat, hinterlassen Sie bitte ein Gefällt mir, abonnieren Sie unseren Kanal und empfehlen Sie auch diesen Ihren Freunden weiter. Sollten Sie Ideen haben für weitere Themen, Personen oder
geopolitische Spannungsfelder, mit denen wir uns beschäftigen sollen, dann hinterlassen Sie das bitte in den Kommentaren und wir werden garantiert darauf antworten. In dem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.